kommen wir zu folgendem Video. Und es haben vielleicht schon welche von euch gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen und ich würde es mir ganz gerne on-stream angucken. Das könnte jetzt ein bisschen zäh werden, weil es kein lustiges Video ist. Und zwar Real Talk über Hate auf YouTube und die Zukunft auf Twitch. Und da würde ich mir gerne reingucken, da ja bei vielen Leuten das nicht so gut ankam. Licht an. Licht an. Ich schieße ja die. Und an der Stelle auch herzlich willkommen an alle Zuschauer, die jetzt hier auf mir anzeigen, zum ersten Mal da sind. Neben meinem Hauptkanal betreibe ich auch einen Streaming-Kanal und spiele auch manchmal ein bisschen Mario Kart mit Freunden. Und manchmal schaue ich mir auch Videos an und rede mit dem Chat gemeinsam über gewisse Themen. Heute reden wir über dieses Video von Jens. Ey, ich muss euch ehrlich sagen, mir geht's echt nicht gut, schon seit gestern, auch meine Freundin und so, weil ich im Internet einfach so gehasst werde, ne? Ey, einfach, ich weiß nicht, warum die Leute mich so hassen. Als ob ich irgendjemandem was gemacht habe, ne? Es fühlt sich echt so an, wie wenn ich jemandem was Schlimmes getan habe, weil ich eine Fernsehsendung moderiere. So, ich kann's einfach nicht verstehen. Also die Vorgeschichte ist ja uns allen, ich glaube, zumindest den meisten bekannt. Jens hatte vor ein paar Monaten seinen ersten Auftritt und Stefan Raab ist zu Jens hingekommen und meinte, ey, wir würden gerne es so haben wollen, dass du die komplette Sendung übernimmst. Also dass die Moderatoren nicht mehr im Austausch stattfinden, sondern dass er fest die Sendung macht. Ich verstehe es wirklich einfach nicht, ne? Warum die Leute so, wenn ich mir die letzten YouTube-Kommentare, so Nico schickt mir gerade eben eine Sprachnachricht, wenn ich mir die letzten YouTube-Kommentare angucke, da könnte ich echt heulen, weil ich denke, wenn ich irgendwie sowas lese, wie ich hätte Twitch an RTL verkauft oder sowas, ich moderiere einfach eine Fernsehsendung da. So, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. So, ich war irgendwie so, ich konnte es einfach nicht verstehen, ne? Da schreibt einer rein, du hast die einfach selber belogen, Junge. Wen habe ich belogen? Wieso habe ich... Da ist ein ganz dummer Faktor mit dabei. Und zwar hat Siggi im Angelcap gesagt, dass er nie wieder ins Fernsehen geht. Und er findet Fernsehen scheiße. Und das hat er auch nochmal im Song geäußert. Und daraus könnte man jetzt halt entnehmen, dass Jens irgendwie da mit dabei gewesen wäre. Aber Jens hat, so wie ich mich daran erinnern kann, das Ganze nicht bestätigt. Und hat auch nie von sich aus behauptet, yo, ich gehe niemals ins Fernsehen. Chat, bitte korrigiert mich. Aber es war Siggi seine Aussage. Und ich glaube, viele entnehmen Siggi seine Aussage und tun sie auch irgendwo Jens zuordnen, dem ist aber nicht so. Wen habe ich jemals irgendwo hier belogen? Das habe ich einfach, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht warum. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, ich moderiere eine Fernsehsendung seit 3 Wochen oder was? Seit 3 Wochen und kriege so den schlimmsten Hass, den ich jemals gekriegt habe. Es gab mal Sachen irgendwie, da war ich auf dieser Ratar-Veranstaltung und bin ohne Maske rumgelaufen. Da war der Hass halb so schlimm wie das, ey. Ich mach die Sachen so lange, wie sie mir Spaß machen. An die Sachen hab ich. Also, das ist jetzt ein. Also mit der Maske, das juckt den Zuschauer nicht, weil die dich einfach trotzdem lieben. Aber wenn du halt. Ich zitiere nur die Zuschauer, nicht meine Meinung. Wenn du halt dich verkauft hast, so, ganz wichtig, Zitat Zuschauer, dann wirst du halt deutlich mehr, dann, keine Ahnung, fühle ich dich eher im Stich gelassen als wegen der Maske. So, und ich habe, glaube ich, nie jemanden. Oder habt ihr das Gefühl, ich habe euch irgendwas Schlechtes getan? Außer ich habe vielleicht ein bisschen weniger streamen können jetzt 3 Wochen lang. Aber ansonsten wüsste ich nicht. Ich war weder in meinem Leben geldgeil. Ich verdiene, im Fernsehen verdienst du lang nicht so viel Geld, wie wenn ich einfach hier mehrfach den Stream anmachen würde. Ne? Ich will alles unter einen Hut bringen. Das kann ich euch nur sagen. Ich will genauso viel wie vorher streamen, wie dass ich da 3 Tage voll von morgens bis abends eingebunden ist. Ne? Und trotzdem hassen dich die Leute irgendwie dafür. Ja, ich habe zu dem Thema hätte ich jetzt viel zu sagen. Aber wir lassen jetzt erstmal erzählen, weil bei 2 Minuten brauche ich jetzt noch nicht irgendwie 5 Minuten großartig labern, aber ja. Es können Leute denken, ich bin, keine Ahnung, ich verstell mich da nicht. Es ist nur einfach eine andere Plattform und anscheinend mein großer Entertainer in dieser Welt, dass ich den Skill habe, das zu machen. So wie ich es da mache. So, mehr kann ich nicht machen, außer ich habe echt gestern geheult, so, weil ich dachte, was habe ich den Leuten gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe überhaupt nichts getan. So vom Gefühl her, ich habe nichts gemacht. Ne? Ja, dann schreibt XKitran, RTL ist größer als genau wie Bild. Also das Einzige, wo ich mir denke, ich bin nicht mehr ich selbst, ist, wenn ich jetzt Sachen machen würde oder auf Dinge verzichten, wenn mein größtes Idol mich fragt nach einer Sache, dass ich eine Show moderieren kann, so die von ihm gemacht ist, ja. Wenn ich der bin, der die moderieren darf, wenn ich da Nein sage, dann fühle ich mich versklavt. Wenn ich wegen anderen Leuten oder wegen Kommentaren im Internet zu so etwas Nein sagen würde, dann wäre ich nicht mehr ich selbst. Ansonsten, die Sendung ist ja leider geskript, das merkt man. Axi-Tränen, ihr dürft nicht vergessen, das ist Fernsehen, ne? Ach, Digga, das ist, boah, das muss man wirklich sagen.
wenn man jetzt, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, ich meine, wie Jens sagt, es ist Fernsehen, so, die haben Leute, die schreiben die Jokes, ne, es gibt Leute, die schreiben das Programm einfach und du bist dann einfach das Gesicht dazu. Natürlich kann sich Jens involvieren, kann Dinge vorschlagen oder kann Dinge auch vielleicht lenken, aber das Fernsehen ist wirklich noch aufgesetzter als manch Prank auf YouTube von irgendjemanden. Da will ich jetzt auch niemandem zu nahe gehen. Im ersten Moment hört man, Jens hat eine Fernsehsendung und freut sich unheimlich für ihn. Aus der Sicht jetzt von einem richtig Hardcore-Zuschauer, okay? Der jeden Stream mit dabei ist. Da freut man sich für den, denkt sich geil, so Jens oder Knossi bald im Fernsehen. Und dann kann man auf einmal nicht mehr so zu der Person, hat man nicht mehr denselben Bezug wie auf Twitch, weil auf Twitch ist dann doch alles sehr ehrlich, sag ich mal. Und im Fernsehen halt einfach in eine Dreiviertelstunde ist halt, es ist eine Show. So, es ist für die breite Masse gemacht, für Fernsehzuschauer und nicht für die Twitch-Zuschauer. Weil wenn es mehr für Twitch oder fürs Internet wäre, würden die ja viel mehr mit Leuten arbeiten, mehr Leute als Gäste haben, die im Internet, also die hatten ja jetzt auch die Lochis da, keine Frage, aber dann wären andere Menschen da oder andere Jokes so, ne? Ich meine, die müssen ja auch Thema Politik auffassen und haben da ihre Jokes. Ich bin mir sicher, dass jetzt nicht Jens da sitzt und in Tränen ausbricht, wenn er die Jokes hört. Das gehört, ist einfach Teil der Sendung, fertig aus so. Und so ging es bestimmt auch um Stefan Raab, der in TV Total nicht immer alles witzig fand, aber die Leute halt dahinter gesagt haben, ey, glaub mir, mach das, das ist gut. Hier machen wir einfach an und machen, was wir wollen, ne? Das ist Fernsehen, das muss man ganz anders sehen als alles andere. Und es ist ja auch keiner gezwungen, irgendetwas zu schauen. Ne? Nee, lass das Thema einfach, scheiß auf dir. Nee, ich sag's extra heute, weil, ey, ich muss mich nicht, natürlich muss ich's nicht, aber ey, es geht mir einfach schlecht. Ich sag's euch ganz ehrlich, es geht mir einfach schlecht. Sony Black, denke von vielen ist das Problem, dass du im TV anders bist, weil eben Show, die wollen einfach hier haben. Ja, aber ich kann mich leider nicht zweiteilen. Das hier, ich würde mal sagen, Twitch ist für mich, hier fühle ich mich am allerwohlsten. Wenn ich hier anmache, fühle ich mich am allerwohlsten. Aber wenn ich jetzt so einen Nebenjob bei RTL habe, bei dem ich irgendwie mir einen Traum erfüllen kann und ich dafür gehasst werde, dann weiß ich nicht, dann kann ich mich ja nirgends. Ja, Hass ist relativ. Wirklich viele eingefleischte Zuschauer von Knossi sind einfach sauer und abgefuckt, dass Knossi nicht mehr so oft streamt. Die fühlen sich im Stich gelassen, sind enttäuscht und daraus entsteht quasi dieser Hass, um eine Position als Zuschauer anzunehmen, wo man sagt, ey, das ist scheiße, das feiere ich nicht, das unterstütze ich nicht, um vielleicht ihn mehr wieder ins Internet zu holen. Keine Ahnung. Da kann ich mich ja nirgends mehr wohlfühlen. Wenn ich jetzt hier anmache und Leute nur schreiben, du Arschloch oder so, oder du lügst oder keine Ahnung, oder was wird mir vorgegeben? Ich hätte mich an RTL verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Ich habe weder mich verkauft noch irgendjemand anderen. Ich hätte die Twitch-Community an RTL verkauft. Meint ihr, es macht einen Unterschied, ob hier 10.000, 20.000 Leute bei RTL einschalten? Die rechnen in ganz anderen Dimensionen. Ey, Jens ist auf jeden Fall ein sehr enger Freund. Ich mag Jens sehr. Da muss ich aber eingrätschen. Gerade auch wegen TV Now ist es sehr attraktiv und sehr lukrativ, einen Jens dabei zu haben, der eine Riesenreichweite im Internet hat. Die schauen da nicht auf Live-Zuschauer, auch wenn es natürlich im Fernsehen eine Live-Sendung ist. Es geht hier auch um Aufrufe im VOD, auf YouTube, Instagram-Stories, wie kann man was pushen. Wenn du im VOD 400, 500, 600.000 Aufrufe hast, dann kann mir, und ist nicht böse gemeint, ich kenne Stefan Raab nicht, aber als Produzent oder irgendein Fernsehtyp kann mir sagen, was er will. Wenn ich 500, 600, 700.000 Aufrufe habe, dann bin ich fucking nochmal da. Das täglich frisch geröstet auf seinen YouTube-Hauptkanal hochgeladen wurde mit Content, der davor quasi nicht Jens entsprach, ist für viele Leute, die verstehen es einfach nicht. Ja, wenn man dann halt einfach einen Jens sieht, der eine Show im Fernsehen macht, wo er nicht alleine vor der Cam steht mit einem Kameramann, da sind 20, 30 oder 100 oder 80, 100 Leute an der Produktion dran von einer Fernsehshow, die 45 Minuten geht, Digga. Also, weißt du, was ich meine? Warum sagt er wohl, dass er sich am wohlsten auf Twitch fühlt? Digga, du hast eine Softbox, du hast eine Kamera, du hast Bildschirme und du hast den Chat und du kannst einfach so kommunizieren, du kannst mit Leuten dich sofort connecten, das ist nicht dieses große, ja, ich lade dich jetzt zur Show ein, du musst da und da sein, dann haben wir eine Stunde Briefing, dann haben wir da 1,5 Stunden Aufnahmezeit und dann kannst du wieder gehen. So. Und ihr dürft eins nicht vergessen, meine Sendung bei RTL läuft bis Mai. Ne? Länger ist die auch nie angesetzt gewesen oder irgendwas. Die läuft bis Mai. So, das müsst ihr auch vergessen. Nicht nur planen, auch machen. Der Echte. Guck mal, du bist schon, wie lange bist du Sub, der Echte? Lange. Der Echte, du bist ein Jahr Sub. Gab es irgendetwas, irgendwann mal, dass ich gesagt habe, es kommt was und es kam nichts? Gab es das einmal? Ich sage immer, oh, ich plane Dinge, die kann ich euch nicht verraten und irgendwann hau ich es dann raus. Gab es irgendwann mal, dass ich zu viel versprochen habe, als dann nachher kam?
Das würde ich gerne auch mal wissen. Gab's das? Ja, da muss man auch dazu sagen, das können natürlich die Leute nicht wissen. David, der Manager von Jens, der ist, neben Ida Fulltime-Mama von Jens und der macht da schon, also wenn die was planen, so, dann ist es schon alles, hat es Hand und Fuß, ne? Ich wüsste es nicht, dass ich irgendwann mal gesagt habe, da kommt was und es kam nichts. Du hast gesagt, oft ruhiger Stream, ja. Eher im Gegenteil, es war von heute auf morgen, habe ich Sachen geplant schon im Hintergrund, die dann einfach stattgefunden haben, von denen ihr nichts wusstet, ne? Und warum habe ich das gemacht? Und ich sag euch mal, warum? Warum haben diese Sachen stattgefunden? Aus Leidenschaft, weil dieses Unterhaltungsgehen in mir ist. Es ist Fernsehen, ich moderiere eine Sendung. Das ist mir natürlich klar. Leute, die seit 4 Jahren hier sind, die wissen natürlich wie Knüppel, dass ich schon damals Fernsehsendungen nebenbei moderiert habe, dass man da anders ist, dass ich da einfach seriöser wirke, weil das Fernsehen ist. Das darf ja, da kann der ja auch nicht rumschreien, wie in seinen Streams oder irgendwie jetzt darüber reden, wie Monte seiner Mom ein Bild gesendet hat und die Mom das so irgendwie bewertet. Also es geht sehr gut im Internet und dafür lieben wir auch das Internet. Aber im Fernsehen geht es halt nicht. Das ist einfach ein anderes Ding, ne? Und natürlich ist es so wie ein bisschen Zwangsjacke, aber alles andere lasse ich hier raus. Wisst ihr, was ich meine? Hast Promiflash gelesen? Nee, ich lese mir gar nichts mehr durch. Es bringt nichts mehr, alles durchzulesen, ne? Jetzt holen wir erstmal einen Knüppel rein. Knüppel, bist du da, mein Lieber? Jetzt habe ich mir erstmal mein Ding von der Seele geredet. Ich will einfach Sachen ausprobieren, Herausforderungen im Leben haben und hoffe, dass ihr das mit mir teilt. Weil ihr seid mein Heimathafen. Ihr seid das, was ich gestartet habe, ne? Jetzt schreibt Max Hase rein, Lügen und Intrigen. Warum Lügen und Intrigen? Was denn? Was? Dann schreib mal rein, Lügen und Intrigen. Warum Lügen und Intrigen? Sowas kannst du mir doch nicht vorwerfen. Wir Twitcher wollen dich nicht mit den TV-Zuschauern teilen, wir wollen alleine Kamera. Ich weiß nicht, es ist eine Sache, jemanden im Internet zu verfolgen, wie Jens, wie Monte, wie Nico, wie mich, wie irgendjemanden, der im Internet Dinge macht. Es ist eine Sache, den zu verfolgen, aber die andere Sache ist, Dinge einfach zu reflektieren. Okay, was hätte ich gemacht, wenn ich in der Position gewesen wäre, wenn auf einmal der Kontakt zu Stefan Raab entsteht und du mit deinem Idol sprichst? Und ich glaube, so viele Leute würden die reflektiert darüber nachdenken, über Ereignisse, die einem anscheinend sehr nahe gehen, weil man denen halt einfach folgt über ein Jahr. Es gibt wahrscheinlich Leute, die wissen mehr über Jens, was er in dem Jahr gemacht hat, als seine Mutter so, wenn man sich das so überlegt. Keine Ahnung. Auch, dass der Casino-Content weg ist, weil da hat man ihn gefühlt, auch wenn es im Endeffekt was Schlechtes ist. Das Glücksspiel und einerseits ist gut, dass er weg ist. Problem ist halt, er ist halt nicht so im Gaming drin. Im Gaming nicht drin zu sein, ist nicht schlimm. Ich bin das beste Beispiel. Du musst nicht Profispieler sein. Natürlich hilft es dir für Erfolg auf Twitch, aber musst du nicht, um irgendwie anzukommen. Das muss Jens schon dreimal nicht. Ich meine, ich bin euch ehrlich. Als damals Marcel oder Jens Casino gestreamt hat, da habe ich auch gerne zugeschaut, hab mich entertained gefühlt, wenn die rumgeschrien haben, wenn die Emotionen gezeigt haben. Und ich meine, ich erwische mich ja immer noch dabei, wenn Leute Pokémon-Packs öffnen, okay? Es ist nun mal halt leider so, dass wenn Leute irgendwas mit Geld auf Twitch machen und man was mit dem krassen Wert zurückbekommen kann, dass es einfach krass konsumiert wird. Wisst ihr, was ich meine? Weil einfach da am meisten Emotionen freigesetzt werden. Natürlich bei einem Runde Mario Kart zocken, ich raste komplett aus. Nein! Hey! Da werden auch viel Emotionen freigesetzt. Aber Leute, interessiert es, glaube ich, einfach mehr zu sehen, wie andere Leute was krass gewinnen. Im Fernsehen ist doch eine ganz andere Zielgruppe und eine ganz andere Reichweite, was da ist. Es interessiert doch kein RTL-Unterhaltungschef, dass jetzt von mir 10.000, 20.000 Twitter. Ja, zum Thema Reichweite brauche ich nichts sagen. Ich bin da anderer Meinung wie Jens. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das Internet sehr dicht mit Aufrufzahlen dran ist am Fernsehen. Natürlich jetzt nicht mit Geldern. Im Fernsehen steckt 100% mehr Geld drin als im Internet, aber ich sag, dass das Internet fucking insane ist, wenn ich gucke, dass ein Trimax 3,2 Millionen Aufrufe hat auf ein Display-Break, so auf so Pokémon-Karten-Opening. Was viele auch außer Acht lassen, es ist doch ganz klar, ich habe mit Poker-Content aufgehört, unabhängig von der RTL-Show. Das ist auch immer, glaube ich, so ein Gerücht, was Leute haben, dass das wegen RTL hätte ich wegen irgendwas aufgehört. Überhaupt niemand hat mir, es gab keinen Stefan Raab, der gesagt hat, du musst so und so machen. Nein, überhaupt nicht. Willst du das hier machen? Egal, was ich mache bei Twitch, völlig egal. Keiner hat mir irgendetwas aufgesetzt. Da habe ich jetzt auch mal geredet, weil ich mich gefragt habe, wie das so abläuft und Stefan Raab meinte zu ihm, ihm ist alles egal. Dass Jens mit Casino aufhören wollte, hat er schon vor längerem gesagt. Ich meine, du verballerst so viel Geld, Digga, es tut auch einfach nur weh. Knüppel, was ist denn deine Meinung? Aber, eins muss ich mal sagen, wirklich, also ich habe das ja jetzt deinen Anfang mitgekriegt. Erstmal machst du den kleinen Fehler, du liest nur die schlechten Nachrichten. Nein, ja, ich ziehe extra die, sehen, ich zieh, ich weiß, ja? Ich weiß. Ja, aber, ich ziehe aber extra aber, die schlechten auch raus. Ich will, dass die Leute das auch mal vorwerfen. Eins ist doch sicher, dass
Erstens mal machst du doch das, was dir sowieso Spaß macht. Das ist erstmal richtig, ne? Also ja. Ich feiere das, was du da machst. Ohne Witz, ich finde das geil. Nee, aber wie hätte ich das mit mir vereinbaren sollen, dass ich mein größtes Idol anrufe und sagst, ey, du machst jetzt, Alter, du moderierst meine Show. So, dann denke ich mir, ey, dass ich deswegen will ich ja kein Twitch vernachlässigen. Es ist alles beim Alten. Nein, das muss ich halt einspielen. Das glaube ich dir auch. Und es ist auch richtig. Und ich verstehe absolut nicht diesen Shitstorm. Ich verstehe ihn nicht, weil es absoluter Blödsinn ist. Ja, das ist auch schon einfach mal. Das wird einfach hoch. Mensch, sollen sie doch alle zum Pokémon-Opening gehen? Sollen sie Karten aufreißen? Das ist eh der neue Hype. 80.000 rausschmeißen. Ich glaube, die Leute sind alle so fanatisch, dass es nur noch was bringt, wenn man Massen an Geld irgendwie sinnfrei zum Fenster rausschmeißt und dann sagt, Leute, schaut mal, ich habe hier eine Papierkarte, das ist das bunte Glurak. Wie ich vorher kurz gesagt habe, die krassen Zuschauerzahlen hat man halt dabei, wenn halt so Geld richtig rausgeworfen wird oder man viel Geld gewinnen kann. Also was Knüppel da halt auch sagt, ist auch Casino-Content am Ende des Tages. Weil im Casino gebe ich genauso Geld, schmeiße ich aus dem Fenster raus und kann halt Glück haben und Geld kommt wieder zurück. Leuchtet ganz lustig und sieht von hinten noch mittig aus. Was denn das für ein Bullshit? Ja, keine Ahnung. Also jetzt mal ehrlich, da kommen da, Gottes Willen, jedem sein Pläschierchen. Aber ich sag dir ehrlich, als du Bücherclub hattest mit 40.000 Minus, da waren sie hier und haben gehypt. 100.000 Leute, 60.000, haben zugeschaut und haben gefiebert, weil da haut jemand Geld raus. Wahnsinn. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt machen wir hier eh noch ruhig und versteh das nicht. Es ist irgendwie. Nee, absoluter. Ey, ja. Sorry, aber Leute, sorry, das ist wirklich. Da hätte ich auf jeden Fall noch weiterhören müssen. Da hat er recht. Da hat er auch nochmal Bezug zu dem Bücherclub gezogen. Sehr nice. Weißt du, was mich ärgert, dass du da Tränen hast? Ne? Ja, Alter, das ärgert mich. Mir ging es gestern echt schlecht. Ey, das ärgert mich wirklich, dass du da Tränen hast, obwohl du ja immer für alle da bist und da auch nichts Negatives sagst. Und wo denn nur belogen, Chat? Wo hat er denn gelogen? Weil irgendjemand mal gesagt hat, wir gehen nicht ins Fernsehen, wir schmeißen den zum Fenster raus, aber ey, das ist sein Traum, gerade für den das zu machen. Na, ich glaube, dass auch viele halt einfach wegen dem Kasten. Nee, aber es sind bei YouTube viele Kommentare, ey. Weißt du so? Da prallt Internet auf Fernsehen. Ich habe das noch nie gesehen, dass Internet und Fernsehen Hand in Hand gehen. Habe ich noch nie, nirgends. Wirklich der Triggerpunkt, wie Moji gesagt hat, das sind einfach nur die YouTube-Videos. Punkt aus Ende, wo Leute immer noch negativ bewerten, immer noch draufklicken, obwohl sie schon im Thumbnail sehen, was los ist. Immer noch Kommentare schreiben, was eine Scheiße. So, ich habe Jens auch schon angerufen, bin ich euch ehrlich, und habe gesagt, ey Jens, macht einen extra YouTube-Kanal für täglich frisch geröstet. Und er meinte, nee. So, dann sehen es vielleicht die Leute nicht, die es gerne sehen wollen, die mich aber auf dem Hauptkanal abonniert haben. Und ich will auch keinen, weißt du, ich sehe das nicht auch als den großen Warte, hier schreibt ein Zuschauer, find Pokémon Openings auch nice und supporte hier trotzdem weiter, weil ich das schaue, was mich unterhält, und Knossi unterhält mich mit egal, was er macht. Richtig, wenn sein Setup in Köln nicht fertig war, wie soll er die Streams aufrechterhalten? Er kann auch nicht alles mit dem Handy-Stream machen. Der streamt ja, er fängt ja bald wieder an so. Und selbst wenn er ein-, zweimal die Woche streamt, streamt er ein-, zweimal die Woche. Der Typ ist ja nicht 7 Tage nicht da oder so. Der ist aktiver als ich. Wenn der da sitzt und ein Zuschauer sagt, das ist nicht mehr der gleiche Jens auf Twitch, der lügt, Digga. Ey, ich lasse mich bei Mario Kart, gestern habe ich mir das Ohr voll schreien lassen, weil der mit der längsten Rakete der Welt Erster wurde. Da ist nichts anders. Nichts. Jetzt habe ich es aus dem Internet ins Fernsehen geschafft. Ich sehe die Zukunft im Internet. Sondern ich erfülle mir jetzt bis Mai einfach meinen Lebenstraum und alles ist beim Alten wie immer. Und ey, ich lasse dort ein Stream-Setup aufbauen. Es wird eine Talentshow geben, die wird alles, die könnt ihr euch nicht vorstellen, was da passieren wird. Ne? Also es ist alles wie immer. Aber trotzdem, weißt du so, denke ich mir, boah, ich habe gar keine Zeit mehr, über sowas Gedanken zu machen, und werd halt so gehasst, ne? Schaut doch mal, das ist alles aus Leidenschaft hier entstanden. Wisst ihr, was ich meine? Und ey, ich bin halt, ich weiß, ich verstehe das auch. Die anderen Streamer, die gehen halt nicht solche Wege oder machen nicht solche Dinge, wie ich es mache. Ich bin halt da schon immer. Ja, weil ich es auch gar nicht können. Oder weil wir es nicht anders können, Digga. Also. Eins ist mir wichtig. Das Wichtigste ist mir, dass ihr wisst, dass ich niemanden verkauft habe oder dass ich irgendetwas vernachlässigen will oder dass ich jetzt sage, ach, ich scheiße jetzt auf Twitch und so hören sich die Kommentare an und mache jetzt nur noch Fernsehen und das ist jetzt mein neues Ding und ich höre hier auf. Das würden sich die Leute wünschen, glaubt mir. Leute, die richtig Hass schieben, für die würde es jetzt
für die würde es jetzt nichts Befriedigenderes geben, als Jens, der sagt, übrigens, ich höre jetzt auf mit Twitch und mache nur noch Fernsehen, weil dann können die sagen, ich wusste es, der hat sich verkauft, der macht nur noch das und das. Sind wir uns doch alle einig, ist doch das, was wir machen, das deutlich Interessantere, weil man viel, viel freier ist und weil die Sachen viel anders da sind, ne? Weil ich hier einfach, hier ist einfach locker, ne? Ich kann doch nur so lange lustig sein, auch wie ich mich wohlfühle und wie mir das Spaß macht. Und ich gehe halt in sowas auf wie eine Blume, ne? Voll. Wenn mir etwas Spaß macht, wisst ihr doch. Das ist auch nochmal, finde ich, ein wichtiger Punkt. Auf Twitch kann er lustig sein, wie er will. Und das ist nun wieder meine Vermutung. Ich sag euch, bei täglich frisch geröstet muss er funktionieren. Auf Twitch kann er lustig sein, alles drum und dran. Aber bei täglich frisch geröstet am Ende des Tages könnt ihr mir erzählen, was die wollen, muss er funktionieren, Digga. Einfach eine Fernsehshow, Digga. Bei dem Shitstorm geht es ja eher darum, weil im Angelcamp gesagt, hier, bei dem Shitstorm geht es ja eher darum, weil im Angelcamp gesagt hat, dass er nicht ins Fernsehen will und Twitch größer machen will, aber dann halt trotzdem ins Fernsehen geht. Aber die Leute verstehen nicht, dass er sich seinen Traum erfüllt. Achso, da ist noch was Positives dabei. Bist du dir hundertprozentig sicher, dass Jens Knossala, Jens Heinz-Richard Knossala im Angelcamp dastand und meinte, ich gehe nie ins Fernsehen? Also ich glaube eher, dass Jens gesagt hat, ey, ich mache Twitch und Internet groß und kann er immer noch machen in Zukunft. Das kann er easy machen. Aber ich kann mich nicht an den Jens Heinz-Richard Knossala erinnern, der vor der Cam stand und gesagt hat, ich gehe niemals ins Fernsehen. Ich kann mich nur an den Siggi erinnern, der meinte, ich gehe nicht mehr ins Fernsehen, außer mit Homies. Die sagen, Jens hat das und das gesagt, hat er nie gesagt, aber die glauben halt so fest dran, weil die denken, das ist wahr. Keine Grenzen, Alge. Boah, harter Brocken, wirklich harter Brocken, Mann. Ich bin euch auch ehrlich und das habe ich auch Jens gesagt. Ich habe die erste Sendung angeschaut und danach nochmal eine. Dann habe ich recht schnell gemerkt, das ist nicht mein Ding. Aber ich gönne ihm alles von Herzen. Natürlich, für mich ist es nochmal einfach, weil ich kann ihn auch persönlich und so. Aber wenn es nicht meins ist, dann verschwende ich da keine Zeit. Leute, wenn irgendwas im Internet nicht eures ist, ey, niemand ist gezwungen zu irgendwas im Internet. Das ist das Geile am Internet. Verschwendet eure Zeit nicht an irgendwas, was euch gar nicht interessiert, Digga. Schaut Jens gerne auf Twitch. Schaut die Videos an, wo man sieht, das ist hier ein Highlight aus Twitch. Hier, kann ich jetzt schon sagen, hat er gestreamt. Hier nicht. Hier hat er gestreamt. Das sieht man so gut. Das machen die ja nicht schlecht. Wenn einen das wirklich gar nicht anspricht. Ey, Digga, verschwende keine Zeit und keine Energie, Mann. Kannst in der Zeit was anderes machen. Weil ich erwische mich auch oft bei Dingen, wo ich irgendwas recherchiere oder irgendwas angucke. Recherchiere, Digga, wer bin ich? Student oder was? Wo ich irgendwas angucke, was mich abfuckt. Aber dann ist es einfach auch die Kunst zu sagen, ja, nee, juckt mich nicht, komm. Ich glaube, es ist eher der Punkt, bei dem du im Angelcamp gesagt hast, scheiß aufs Fernsehen. Wir machen Twitch so groß, dass niemand mehr TV schauen will. Digga, hat er das wirklich? Knossi hat aber auch schon immer vor, während und nach dem Angelcamp gesagt, dass er gerne mal etwas Eigenes im Fernsehen machen möchte. Ist die Aussage wirklich so gekommen? Scheiß aufs Fernsehen, wir machen Twitch so groß, dass niemand TV schauen will? Hat das Siggi gesagt und Jens stand daneben? Oder hat es Jens gesagt und Siggi stand daneben? Oder haben die sich, warum auch immer, abgewechselt von Wort zu Wort? Hat Siggi das gesagt und Jens steht daneben? Wir wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern. Deswegen, keine Ahnung, frage ich euch. Aber wenn wir irgendwann vielleicht nochmal einen Clip finden, wäre es einfach für uns. Ich sag so, wie es ist. Jetzt sind hier 200.000 Leute oder so, die das jetzt gucken. Ich gehe nie wieder ins Fernsehen. Ey, was hast du jetzt gesagt? Nie wieder Fernsehen? Ich gehe nie wieder ins Fernsehen. Es sei denn, einer von euch darf mit, dann gehe ich wieder. Ich glaube, viele können sich einfach nicht mit der Fernsehsendung identifizieren. Jens ist Gesicht der Fernsehsendung. Das heißt, viele sehen da einen anderen Jens, sagen, ey, der hat sich voll verändert. Aber wenn man sich nochmal genauer befasst damit, was hinter der Sendung steckt, Leute, die Witze schreiben, Unmengen an Skripten schreiben, Gäste einladen, überlegen, wer kommen kann, wer da was machen kann, so. Ich meine, Jens hat natürlich auch keine Frage, vergesst nicht, der hat sehr viel Mitspracherecht, aber am Ende des Tages kann Jens alleine, das ist uns allen klar, nicht so eine Fernsehshow alleine auf die Beine stellen und man sieht ja auch, dass Jens nicht alleine das gemacht hat, weil sonst würde der mit Megafon reinkommen, alles wäre derbe übersteuert und würde sein Fernseher auf lautlos machen, das wäre trotzdem noch derbe laut. An alle, die jetzt vielleicht auf YouTube oder so schauen, keine Ahnung, könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Wichtig ist einfach nur, dass man nicht immer konstant jemandem das Gefühl gibt, dass er was Falsches tut, wenn er einfach gerade seinen Traum lebt, Digga.